Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfcodes BAM Lifestyle. Und heute mal, ich weiß, total ungewohnt und auf meinem Kanal eigentlich noch nie da gewesen. So wirklich jetzt. Ich meine, wir haben schon ähnliche Videos gedreht. Aber ich denke, in der Selbstverteidigung geht es immer um den Selbstschutz. Und Selbstschutz tue ich auf meinem Kanal, indem ich Leuten zeige, Techniken anzuwenden, die mich schützen können. Aber genauso natürlich auch, was den Selbstschutz angeht, auch Leute davor zu schützen, nichts Falsches zu tun. Ich weiß, das Thema ist inzwischen ausgelutscht, deswegen wird das hier jetzt mein allerletztes Statement zu dieser Person, zu diesem Kanal. Und ich glaube, wir schauen uns da einfach mal zusammen rein. Und ich würde sagen, macht euch was gefasst, denn das hat mit Selbstverteidigung in meinen Augen nichts zu tun. Auch wenn diese Leute was anderes behaupten. Aber alles das natürlich nach dem ganz genau Intro. So, meine lieben Freunde, wollen wir jetzt auch mal direkt anfangen. Was ich von vornherein natürlich auch sagen möchte, ist, ich werde mich hier nicht über irgendjemanden lustig machen, ja. Es geht hier nicht darum, einen Kanal irgendwie jetzt hier, ich sag mal jetzt auf böswillige Weise abzuwerten oder besser gesagt, sich drüber lustig zu machen, sondern es geht hier vielmehr darum, reale Selbstverteidigung dort drin zu finden. Ihr könnt jetzt selber quasi mit mir zusammen ein bisschen da reingucken und schauen, ob ihr da überhaupt reale Selbstverteidigung findet oder nicht. Was man hier jetzt sieht, also was natürlich auch nervt, ist, dass ich in jedem deren Videos irgendwie vorkomme. Das heißt, ich glaube, das SWS hat sie erreicht. Sie sind, glaube ich, alle SWSler geworden, wenn sie so von mir fasziniert sind, dass sie mich nur noch erwähnen. Ich switche mal eben ganz kurz rüber, jetzt bin ich hier oben. Und zwar sehen wir hier, ist der Kanal. Ja, wollen wir mal hier gar nicht so viel jetzt reingucken. Es gibt hier ganz viel, was hier halt verwendet wurde, wo ganz viel geredet wird, auch über angebliche Selbstverteidigung. Was natürlich nervig ist, wenn ich jetzt hier einfach mal irgendwo reingehe. Guck mal, das Video ist hier vor 10 Minuten online gegangen. Dann gehen wir einfach mal rauf, 10 Minuten online. Wir kaufen so, Werbung wollen wir uns jetzt nicht angucken. Und dann wollen wir wetten. Ich habe es noch nicht gesehen, das Video. Ja, ich sehe es jetzt zum ersten Mal und ich wette mit euch. Da ist wieder ein Mängelbericht über meinen Kanal drin. Oh, noch kein Kommentar. Warten wir noch ab. Ich glaube, er muss erstmal kopieren und einfügen und dann geht's weiter. Aber hier. Der ist gestern online gekommen, der Clip. Ich muss auch dazu sagen, ich gucke mir die Clips, die neuen, gar nicht mehr an, weil mir die alten, die ich gesehen hatte, alle schon gesagt haben. Ja. Aber hier sieht man zum Beispiel, laut Kanalpreis, hier David Russell, Livestream, und hier wird denn diskutiert und wie lächerlich ihr seid und bla bla bla. Also es gibt viele Leute, die da schon kommentieren und sagen, das kann doch nicht angehen. Leute, bitte. Hier sieht man auch, was als Hashtags ganz gerne benutzt wird, ja, also um ihren Kanal voranzutreiben. Paiut, Kampfkunst, Lifestyle, klar, natürlich. Kampfkunst, Lifestyle, SWS, David Russell, aber das ist kein SWS oder David Russell Video, was ihr da gerade benutzt. Aber ihr nutzt meine Hashtags, also auf meinen Nacken versucht ihr Klicks zu machen. Ist schon klar, wenn ihr mich nicht mögt und meint, was ich alles falsch mache, aber trotzdem mich in euren Hashtags zu erwähnen, dass ich doch so besonders bin, ehrt mich auch irgendwie zum Teil. So, aber was wir jetzt machen wollen, ist zusammen da mal reinschauen. Es gibt auch auf Facebook eine Gruppe, die heißt Kampfkunst Lifestyle. Ja, könnt ihr alle mal reingucken. Wir sind jetzt über 1000 Mitglieder und hier wird auch natürlich heiß diskutiert. Ja, gerade jetzt hier, da haben wir ihn. Ja, also hier gibt es wirklich Dutzende Kommentare über das von Kampfsportlern, nicht Kindern. Viele denken ja auch immer, auf meinem Kanal sind nur Kinder unterwegs. Ja, da können wir gleich nochmal reingucken. So, ihr seht oben, es handelt sich hier auch wirklich um meinen Kanal und wir sehen hier ganz klar, ja, 18 bis 24 Jahre alt sind die meisten Prozente, danach kommt 25 bis 34 und dann kommt 35 bis 44 und erst danach 13 bis 17 Jahre. Also wer meint, bei mir sind nur Kinder unterwegs, nein, stimmt nicht ganz. Jetzt werden wieder einige sagen, ja David, aber viele Kinder machen sich auch älter als sie sind. Das stimmt schon, dann werden sie aber wahrscheinlich in der 18 bis 24er Reihe, die auch die Mehrzahl ist, aber in der 25 bis 34 sieht man auch ganz klar. Und das sieht man auch anhand der Kommentare. Checkt einfach mal die Leute, die bei mir Kommentare schreiben, ab. Oder auch auf Facebook, gerade auf Facebook sieht man das ja. Da sind doch sehr viele in meinem Alter. So,
Also, das erstmal dazu. Dann haben wir das mit Facebook abgeklärt und dann gibt es ein Video, welches ich entdeckt habe. Und zwar von Mr. Vendetta, ja, der hat hier ein Video hochgeladen. Und zwar, ja, brauchen wir gar nicht großartig vorlesen, ich tue es trotzdem mal. Und zwar Paiute Berlin. Mängelbericht sind ja Vorlieben in deren Videos. Ja, sehe ich auch so. Wie gesagt, das verfolgen schon mehrere deren Videos, was eigentlich sehr traurig ist, aber eigentlich zur Selbstverherrlichung, als eigentlich wirklich zum Lernen. Kann man auch immer wieder sehen in ganz vielen Gruppen. Ich selbst werde keine negative Meinung dazu abgeben. Also er ist so wie ich. Ich werde auch keine negative Meinung abgeben. Ihr habt absolute Meinungsfreiheit zu dem jetzigen Material. Die Frage lautet, reale Selbstverteidigung? Fragezeichen, Quelle YouTube Paiute. So, dann gehen wir jetzt mal rein und wir schauen uns das Ganze mal an, was hier zusammengeschnitten wurde. Hat 30 Aufrufe erst, also noch nichts los da. Der Kanal ist aber auch, glaube ich, kein wirklicher YouTube-Kanal. Also ist zwar ein YouTube-Kanal, aber es sieht nicht danach aus, als ob hier irgendwie versucht wird, großartig Abonnenten zu catchen. Nee. Gut, okay. Dann schauen wir mal rein. Ich brauche dazu jetzt noch Kopfhörer und dann geht's los. So, Kopfhörer sind jetzt am Start, weil ich will auch was verstehen. Ach so, und auch noch ganz kurz gesagt, ja. Ich selber betreibe jetzt Selbstverteidigung und Kampfsport allgemein seit über 30 Jahren. Okay, und man sieht es auch immer wieder, ich arbeite auch ultra gerne mit richtigen guten Leuten zusammen. Sei es der Florian Dau, sei es der Marek aus Padmam Sport, sei es der Michael Smolik oder sei es aber auch Ahmed von Fight Mentality. Ganz egal mit wem, ja. Leute, die vom Fach sind und Ahnung haben, mit denen arbeite ich unheimlich gerne zusammen. Das hat damit nichts zu tun, dass ich mich irgendwo raufstelle oder abhebe oder gar nichts. Jeder, der mich kennenlernen durfte und mich kennengelernt hat, versteht ganz genau, dass ich das Zusammensein oder das, den Zusammenhalt untereinander fördere, anstatt dagegen anzugehen. Ich sehe mich nicht als einziger Tiger auf dem Berg und will da oben alleine bleiben. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß das auch. Aber ganz klar ist es auch, also ganz natürlich ist jetzt hier auch, dass Paiute Berlin nicht nur eine Kampfkunst ist, sondern eine Kampfkunst selbst kann ja betreiben, was sie will. Es ist Kunst, ja. Also Kunst, abstrakte Kunst, kann man sagen, je nachdem, es ist alles okay, hat alles seine Berechtigung. Aber in dem Zusammenspiel zu sagen, ich bin eine Selbstverteidigung, das heißt, ich will damit quasi der Öffentlichkeit etwas in die Hand geben, womit sie sich schützen können im Notfall. Dann muss es natürlich auch so sein, dass das auch funktioniert, denn alles andere wäre grob fahrlässig. Denn ich gebe ja jemandem was in die Hand und sage, wenn du das hast, dann kannst du es anwenden und ich garantiere dir, es passiert dir nichts. Dafür stehen sie ja mit ihrem Namen dahinter. So, wir schauen uns jetzt das Video an, ob dem so ist, ob sie auch wirklich dahinter stehen und Kopfhörer sind drin und wir schauen es einfach mal an und ich werde einfach dazu meine Kommentare abgeben, was ich davon sehe, ohne zu beleidigen, ohne irgendjemanden hier abzustufen, sondern es geht mir einfach nur darum, um die Selbstverteidigung, nicht um die Menschen selbst, ja, die kenne ich persönlich nicht, genauso auch immer lustig, weil viele Leute immer denken so, ja, sie kennen meinen YouTube-Kanal, also kennen sie mich, sie kennen meine Videos, die ich im SWS zeige, hier im SV, auf YouTube und wissen automatisch auch gleich, wie mein Unterricht abläuft, ja, mein Unterricht ist nochmal was ganz anderes als hier auf dem YouTube-Kanal, das nochmal ganz klar gesagt, aber das können euch auch Dave oder sonstige, meine ganzen Schüler gerne mal erzählen. So, dann schauen wir doch mal rein jetzt. Genug gelabert. Ein Kampf, ein Selbstverteidigung heißt. Achso, ich sollte vielleicht mal meine Kopfhörer reinmachen, denn ich höre hier jetzt gerade gar nichts. So. Erste außer Gefahr, die Gefahr abzusichern erstmal. Und wenn man gewöhnt, ja. Ja, das stimmt. Also, Selbstverteidigung ist eine Gefahr abzuwenden, abzusichern, sich selber zu sichern oder am besten der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Ja, man nennt das auch immer erkennen, vermeiden und am Ende, wenn es nötig ist, erfolgreich bewältigen. Ganz klar. Aber erste Linie sollte vermeiden sein, ja, und vor allem auch erkennen. Ich muss eine Gefahrensituation erkennen, dann kann ich die auch aus dem Weg gehen, dass ich da gar nicht erst reingerate. Und wenn man gewöhnt, ja, ich gehe zum Sportschüler, warum? Fordert sie immer, dass die Leute zum Wettkampf gehen. Ja, ganz einfach. Viele Leute haben selber Lust auf einen Wettkampf. Ich glaube gar nicht, dass eine Sportschule es fördert oder sagt, du musst jetzt zum Wettkampf gehen. Es gibt auch sehr viele MMA-Kampf-, Kickbox-, Thai-Box-Schulen, die auch sagen, du kannst hier auch trainieren, ohne Wettkämpfe zu machen. Also da liegst du schon mal ein bisschen falsch. Der Wettkampf gehen ist nur deine Ego zu polieren. Nein. Also wer meint, er meint hier, dass ein Wettkampf nur dazu da ist, um sein eigenes Ego zu polieren, hat damit gar nichts zu tun. Es ist ein Miteinander messen, auch ein Miteinander wachsen. Und vor allem ein Wettkampf fördert vor allem auch den Realismus im Kampf. Ja? Das heißt, gerade wenn man Wettkämpfer ist,
kann man dadurch auch viel, viel besser lernen, überhaupt die Kunst zu verstehen, ja, sei es jetzt Kickboxen, Thaiboxen oder. Und für einige, wie zum Beispiel bei Michael Smolik, ist das auch ein Beruf und das hat nicht immer etwas oder bei den meisten nichts mit Ego zu tun. Davon mal ab. Mir nicht. Damit bist du noch lange keine Kämpfer. Okay, ich glaube, das lasse ich mal hier so offen stehen. Er sagt, wenn du Wettkämpfe machst und dort auch dein Ego polierst und ganz viel betreibst und auch Wettkämpfe gewinnst, bist du noch lange dadurch kein Kämpfer. Könnt ihr jetzt beurteilen. Werde hier die Fingerabzug ist, wenn die Finger inzwischen der Abzug ist. Das ist immer eine Stelle, da wo du blockieren kannst. Wenn das hier so ist, dann kann sie nicht mehr, egal was sie dort macht. So, einmal. Erstens, Adrenalin. Ja, wer sich mit realer Selbstverteidigung beschäftigt, kennt Adrenalinausstöße. Adrenalinausstoß hat zur Förderung, dass man eine höhere Durchblutung hat, dass das Herz schneller schlägt, dass die Lungen sich erweitern und genauso ist es aber auch, dass sich Schweiß bildet. Ja, es gibt auch viele, die nennen das Angstschweiß. So, wenn er den Finger hier jetzt so hat an seinem Finger, dann rede ich nicht nur davon, sondern ich weiß es, dass auch die Hand klitschnass ist. Ja, allein aus Angst, weil eine Waffe auf einen gerichtet wird. So, und jetzt mein, hier irgendwie dadurch abwehren zu können, dass ich meinen Finger dahin halte, glaubt mir, der rutscht schneller zum Abzug als alles andere. Ja, die unterscheidet man immer. Die Gefahrabwendung. Geil, wie an. In dem Moment. Siehst du das? Ja, ich sehe das. So, also pass auf. Jeder Normale auf der Straße, der sich ein bisschen auskennt und jemand, der wirklich ernsthaft versucht, dich zu verletzen, dem wäre die Kopfnuss in dem Sinne hier, man sieht, der Abstand wäre perfekt für die Kopfnuss, wenn beide Arme da so verschränkt werden, wobei ich nicht mal glaube, dass er ihn halten könnte, weil er bleibt ja nicht einfach so stehen. Zweitens ist sein Bein, sein Knie absolut da gerichtet, da er auch noch schön in der doppelten One-Line-Position steht. Und ich würde sagen, das würde richtig gewaltig im Realfall in die Hose gehen. Das ist Gefahrabwendung. Nee, das ist keine Gefahrenabwendung. Das ist eine Gefahr, die jetzt gerade erst richtig entsteht. Es ist schwierig, den zu halten. Dafür braucht sie eine besondere Fähigkeit, was sie sich. Okay, aber was lustig ist, ich habe das Gefühl, er hier ist schon die ganze Zeit am Mitgrinsen, obwohl das sein Schüler ist. Also das ist mein Gefühl. Zweitens, das, was er da gemacht hat, er hat ihn schon lange vorfixieren können, ohne da rumzualbern und ihn da zu verschnüren wie ein Paket, was im Ernstfall sowieso nicht funktioniert. Man sieht wieder, die Beine, Knie werden hier vollkommen frei. Sieht hier, dass das alles, keine Hand und Fuß hat. Ja. Also er hat hier selber wohl gerade gedacht, scheiße, meine ganzen Schüler gucken zu. Jetzt muss ich ihn so schnell wie möglich irgendwie mal hier zuschnüren. Aber im Ernstfall wird es nicht funktionieren, wenn er jetzt wirklich 100% seines Einsatzes geben würde. Die auch nicht berechtigt, ihn zusammenzuschlagen. Nein, natürlich nicht. Man ist nicht berechtigt, jemanden in der Selbstverteidigung zusammenzuschlagen, aber man ist berechtigt, den Angriff so lange zu kontern oder besser gesagt sich zu verteidigen, bis Angriffe nicht mehr folgen können. Ja, also bis die Gefahr quasi entschärft wurde. Also bis dahin darf ich mich natürlich wehren. Ich wette, da sollte ein bisschen das Notwehrrecht nochmal studiert werden. Sondern nur festhalten. Also nein, STPO, vorläufige Festnahme, ist natürlich eine schöne Sache. Klappt in den meisten Fällen aber sehr schwer, da erstens viele gar keine Hebel kennen. Zweitens, die Leute manchmal sogar auf irgendeinen Trip sind, die sind auf irgendwas drauf. Ich habe selber lange genug an der Tür gearbeitet, ich war Objektschutzleiter, ja. Und da jemand STPO, vorläufige Festnahme, wenn das von 10 Versuchen zweimal geklappt hat, dann warst du schon echt gut. Meistens ist das Ganze so, dass man da zu zweit oder zu dritt eher ran muss, um eine Fixierung auch hinzubekommen. Alleine als einzelne Person wird es verdammt schwer, weil er wird sich wenden und drehen. Was meint ihr, warum beim MMA nicht jeder gleich sofort versucht, einen Hebel zu machen und die funktionieren auch sofort, ja. Also man sieht, dass selbst bei Hebeln, bei geübten Profikämpfern, es auch sehr, sehr schwer ist, dort jemanden zu fixieren und dass er dann auch dort bleibt. Also das ist Wunschdenken, was hier gerade stattfindet. Oh je. So, das Messer, hat man schon gesehen, war ziemlich dicht an seinen Kopf schon dran, an seinem Hals. Er hätte es einfach drehen können. Natürlich kann er es auch rausziehen. Die Gefahr besteht ein bisschen, dass er sich vielleicht selber in den Arm schneidet, der Angreifer. Aber
Wir haben hier wieder ein Zweiarm für Einarm Verhältnis, das heißt, der Arm und der Arm fixieren den Arm und ja, Knie, Unterleib ist nicht mehr zu schützen, funktioniert nicht. Das heißt, er könnte hier jetzt einfach das Knie unten reinballern. Danach würde direkt das Messer oben folgen, da er oben durch diese Schocktechnik loslassen würde. Man sieht hier, das wäre eine tödliche Messerabwehr, definitiv. Macht Spaß, mal so einen Mängelbericht zu machen. Vor allem einer, der authentisch ist. So, ja, auch Wunschdenken wird niemals klappen, wird niemals funktionieren. Bei mir geht's schnell. Ja, also er sagt gerade, bei mir geht's schnell. Ich würde mir mal wünschen, dass da mal was schnell geht und nicht alles in Slow Motion. Denn leider funktionieren die meisten Techniken, die ich dort sehe, alle nur in Slow Mo. Und ein realer Angreifer wird aber niemals so angreifen. Ich sage immer, nur wer real trainiert, wird auch real funktionieren. Ja? Natürlich kann man in Slow Motion erstmal trainieren, um die Technik zu verstehen. Aber dann sollte man den Speed mit einfügen, denn Speed und Timing sind nachher eine ganz wichtige Sache in der Selbstverteidigung, um halt zu funktionieren. So, das ist absoluter Quatsch. Das Messer würde definitiv durchgehen. Nur das Weggehen bringt hier gar nichts. Das tausendmal umgreifen, das Messer greifen, auch absolut gut. Auf jeden Fall, der Angriff ist hier, wenn es hier anpackt. Ja, also man sieht schon, wenn er will, kommt er trotzdem durch. Außerdem, ein Angreifer sticht nicht einmal. Schon vorbei. Nochmal. Nee, nicht schon vorbei, leider nicht. Mit deinem Leben wäre es jetzt leider vorbei. Sei seine Fuß. Okay. Er meint, dass wenn man auf den Fuß guckt, dass der Gegner dadurch schnell abgelenkt ist und man die Waffe dadurch entwenden kann. Also ich glaube, dass ein Realer mit der Waffe, mit einer Schusswaffe, wenn der auf einen zielt, ja, so, und das ist jetzt mal wieder Realismus in dieser Theorie, und zwar ist automatisch Adrenalin und auch Angst in demjenigen, der die Waffe führt, ja, also es ist nicht nur bei dem, der bedroht wird, sondern der auch die Waffe führt, und jemand, der mit der Waffe da steht und jemanden bedroht, müsst ihr es mal beobachten, der schaut wie ein hektischer Mann immer von links nach rechts, nach oben, nach unten. Der guckt überall hin und ist überall bereit und sagt, ey, gib mir, und ist hier und guckt. Ja? Wenn du jetzt auf den Fuß guckst, dann guckt er vielleicht einmal kurz hin und guckt aber wieder zu dir. In der Zeit hast du nicht die Zeit, die Waffe zu entwaffnen. Denn leider ist es immer so, Aktion ist schneller als Reaktion und die Kugel ist verdammt schnell. Sollen wir klatschen? Ist nicht die wichtige. Wichtiger. Guck mal, du brauchst nur so einen Waffen. So, habt ihr gesehen? Er meinte hier wieder eine Ablenkung, gerade bei Bewaffnung, also besser gesagt Bedrohung von hinten, ja. Schaut mal ganz genau hin, dass er sich nicht mal ablenken lässt und die ganze Zeit mit den Augen bei ihm bleibt und das nachher nur spielt. Guck mal, du brauchst nur so einen Waffen. Da. Jetzt hat er erst gemerkt, so, oh, er will sich umdrehen. Das heißt, in der Zeit hätte er schon lange abdrücken können. Vor allem, das Ding ist auch immer, ihr müsst auch immer eins bedenken, jemand, der euch mit der Waffe bedroht, der steht auch unter Panik. Ja, der weiß gerade, was er da tut. Der ist gerade total im Adrenalinrausch. Ja, wenn er nicht auf irgendwas sogar drauf ist. Wenn der eine Waffe bei euch hat und ihr macht irgendwelche schnellen Faxen da, die eure Schusslinie nicht beiseite drücken, das heißt, die Schusslinie, die gerade Linie, die die Kugel in euren Körper befördert, wenn ihr die nicht sofort aus der Schusslinie rausgeht, also wenn ihr die nicht sofort unterbindet, dann wird jede Aktion, die ihr tut, ihn dazu bringen, abzudrücken. Einfach, weil er sich auch erschreckt. Und wenn ich hier erst ein Zeichen gebe und mich dann danach drehe, dann werde ich mich wahrscheinlich zum letzten Mal drehen. Und der diese Punkt vorbeigeht. Das war's. Ja. Okay, das ist ganz einfacher und gibt kein. Also ganz einfach ist so etwas nie. Messer und Schusswaffe, ja, selbst in der Nahdistanz. Sind zu 95% tödlich. Da ist nichts von ganz einfach gesagt. Keine Illusion, bitte sei lieb. Wenn mit Pistole, spiel nicht damit mit deinem Leben. Da hat er recht. Okay. So, der gute Herr vom Taekwondo, Schwarzgurt, hat hier einen Karambit und will ihn jetzt mit dem Karambit wahrscheinlich abstechen. So soll das Szenario dargestellt sein. Er hat die Zeit gehabt. Nehmen wir einfach mal an, die Zeit hatte er jetzt. Ja, geben wir ihn einfach mal diese Illusion. Schenken wir ihn mal. So, jetzt hat er Folgendes. Er zieht sein T-Shirt aus, bindet es in die Hände und wehrt es unten ab.
Folgendes passiert jetzt, ein ganz großer Fehler. Und zwar mal wieder ein Zwei-Arm-für-Ein-Arm-Verfahren. Merkt euch das bitte, ja? Zwei-Arm-für-Ein-Arm-Verfahren, vor allem jetzt auch noch in eigenen Handschellen. Warum in eigenen Handschellen? Ganz einfach. Das T-Shirt hat ihn jetzt so gefesselt, dass er die Hände da nicht mehr raus befreien kann. Wenn die Technik jetzt mal geklappt hätte. Was ist denn mit den Armen? Was ist mit dem Kopf? Was ist mit dem Bein? Er kann seine beiden Arme nicht mehr nutzen, weil er sie selbst komplett totgestellt hat. Also das heißt, er hat gerade seinen Bewegungsradius mit seinen Händen getötet. Nochmal. So, jetzt macht das aus einer ganz anderen Richtung wie eben. Das stimmt schon mal jetzt auch nicht mehr. Aber man sieht halt, er könnte seine Arme, wenn er wollte, nicht schnell wegziehen. Drücken, wenn ein zweiter Folgeangriff kommt. Und zieht das hier rein. Ja, auch Blödsinn. Ne? Vor allem der Ellbogen ist da, vor allem er bräuchte hier jetzt einfach nur, er ist hier, er bräuchte einfach nur den Ellbogen winkeln. Ja, zum ganz normalen Icepick. Das heißt, das T-Shirt würde ihn überhaupt nichts nützen in Wirklichkeit. Wenn ich das so, mach mal, hier sieht ihm sein Hemd. Er wäre schon durch. Raus. Vor allem, er folgt ja keiner geraden Linie, wenn er zum Hals geht, sondern er folgt einer diagonalen Linie. Das heißt, der Hals wird da schon aufgeschlitzt. Nochmal. Weil die hier ist immer kurzer an deinen Arm. Zieht ihn. Nochmal. Zieht ihn. Nicht hier. Ja. Hier bitte nicht. Also, das Problem ist halt einfach, ist man am Bizeps dran, am Oberarm, ist natürlich ganz klar, dass der Unterarm hier in der Bewegungsfreiheit ist. Und man hat hier gesehen, wenn er selbst am Oberarm ziehen würde, wäre der Unterarm vollkommen frei. Ja, das heißt, wenn man das sich hier anguckt, wupp, kann er mit den Unterarmen jetzt zum Hals gehen, er könnte zum Bauch gehen, er kann auch zu den lebenswichtigen Pulsadern gehen. Also das wären Arterien, alles die Möglichkeit. Seine zweite Hand ist frei, sein Bein ist mal wieder auch frei. Er würde ja nicht einfach nur ein Messer angreifen, ist ja nicht dumm. Er hat ja jetzt nicht nur das Messer, sondern er hat ja immer noch seine ganzen anderen Waffen, die er auch nutzen kann. Fäuste, Kopfstoß, Knie, Tritte, Ellbogen, alles ist da. Nicht hier. Hier bitte nicht zu verknien. Damit du auch deine Schüler auch sein kannst. Damit du auch deine Schüler das so zeigen kannst. Nicht Angst habe, wichtig dabei, nicht weglaufen. Also, beim Messer, nicht Angst haben und wichtig dabei, nicht weglaufen. Leute, das spule ich nochmal zurück. Aber wichtig dabei, nicht weglaufen. Überlegen, was dir das hat. Grob fahrlässig. Grob fahrlässig. Hat was? Umgreifen, umgreifen. Zieht runter. Mhm. Lass das los. Ja. Pack das hier. Mhm. Genau. Und das Messer bleibt natürlich frei. Vor allem, da so eine Entwaffnung überhaupt nichts bringt. Das ist auch absoluter Blödsinn. Und wenn ich die Gürtellasche schon in der Hand habe, die Metall hat, dann würde ich doch reingehen. Und er geht auch wieder viel zu dicht für ein Messer. Ihr habt schon gelernt, Raum heißt Überleben beim Messer. Dichte nicht. Wenn ich mit dem Gürtel so dicht hineingehe, dass ich ihn dann mit der Gürtelschnalle, die überhaupt nichts bringt, oder besser gesagt die Gürtelmitte, die wird überhaupt nichts anrichten. Schon gar nicht in einen Adrenalineffekt oder in einer Adrenalinsituation. Da wird nichts passieren. Ja? Der wird das Ding aufs Gesicht geklatscht kriegen und mit seinem Messer absolut abdrehen. Also daher absolut verwerflich, die Technik. Wenn ihr da mitkommt, so, sieht die Jacke aus. So, mach mal. Okay. Also, es gibt nicht umsonst Schnittschutzgeschichten, weil ein Messer für gewöhnlich, wenn scharf und spitz ist, durch Kleidung hindurchgeht. Ja? Wenn er jetzt meint, dass die Jacke ihn vom Schneiden oder Erstechen schützt, dann liegt er da selber leider komplett falsch. Dem Messer ist es vollkommen egal, auch wenn er da jetzt so reingreift. Ja? Er braucht das Messer nur ziehen. Könnt ihr euch vorstellen, geht mal mit einem oder ein zweilagiges Zevertuch, mit einem zweilagigen Zevertuch auf eine Messerschneide rauf. Ja? Und jetzt meint ihr, ihr könnt nicht schneiden. Jetzt lasst mal den Messerzieher das Messer rausziehen. Ihr könnt es da drinnen nicht halten, aber der Schnitt wird durch diese Tücher gehen. Genauso wird es hier auch mit der Klamotte sein. Vor allem, er ist schneller frei, als er denkt. Ohne Probleme.
und dann zieht das hier raus und dann rein damit. Mhm. Vorher sprach der gute Herr noch in der Selbstverteidigung davon, dass man niemanden zusammenschlagen darf. Ja? Nur festhalten. In seiner Welt von Notwehrrecht. Jetzt empfiehlt er dabei sogar, wenn ich das Messer in einer Technik, die sowieso nicht funktioniert, denn zu ihm wende, dann kann ich ihn damit selbst erstechen. Paradox. Also, von diesen Kreuzabwehrdingern halte ich schon mal sowieso gar nichts. Und ein Angriff wird es nicht bleiben. Daher. Ja. So. Umdrehen. Und kurz. Na. Ja. Mach du auch? Ja. Vorbei. So. Oder? Ja. Guck nochmal. Guck ja auch, was deine Hand macht, vielleicht. Richtig. Ich gucke, was deine Hand macht und steche dadurch nicht mehr zum Bauch, weil mein Messer wird der Hand folgen. Oh, meine Hand. Ja. Nur wenn du so machst. Ich habe ja gesagt, ich will nicht negativ oder sowas sagen. Ich will nicht beleidigend werden oder ich will auch nicht jemanden lächerlich machen. Deswegen sage ich mal hierzu nichts, sondern wir lassen die Sache einfach mal auf uns wirken. Okay. Danke für den Besuch. So, hier haben wir einen Ausschnitt aus deren Bare-Knuckle-Fights. Das heißt, ohne Handschuhe, ohne Protektoren. Sie kämpfen so hart wie keine andere Schule. Okay, das ist deren Meinung. Also könnt ihr mehrere Mängelberichte einfach mal lesen. Dort sagen sie es auf deren Kanal immer wieder. Ja. Jeder Ringer, jeder Judoka, jeder BJJ oder Jiu-Jitsu-Mann würde sich erfreuen, wenn ein Gegner so spielerisch auf dem Boden erzwingbar wäre. Okay, ich habe das Gefühl, er weiß selber gar nicht, wie er reagieren soll. Also das ist mein Gefühl jetzt dabei. Ich habe das Gefühl, er weiß überhaupt nicht, was er da tun soll. Ja? Die kommen in Slow Motion und das ist für ihn schon zu schnell. So, hier Polizeigriff, wie man ihn so kennt. Das ist ganz normal, das war ein Polizeigriff, weil der Hebel auf den Rücken geführt wird und man dadurch vorne überkippt, dass der Kopf nach vorne gestoßen wird. Dann aus diesem Bereich raus sich jetzt wieder nach vorne zu begeben, um diesen Hals zu bekommen, um ihn denn, wie dort jetzt gezeigt, nach hinten zu hebeln, ist eine Gegenbewegung auf eine Gegenbewegung. Das heißt, ich will nach links, gehe aber nach rechts. Das ist absolut falsch. Ja, das kennt man aus Kindertagen. Oh, hier ganz gefährlich, ein Tritt kommt. Er geht mit beiden Händen, mit beiden Handflächen auf den Tritt zu. Das mach mal, wenn du selber Thai-Fighter bist in einer Muay-Thai-Schule, wenn ein Kick auf dich zukommt, mit dem Schienbein gerichtet. Die Leute können treten in realer Geschwindigkeit. Dann biete doch mal gerne deine 8 Finger und 2 Daumen da an, um das zu garantieren. Vor allem sieht man auch, was hier oben möglich wäre, was hier möglich wäre, wenn er wollte. Ja, also diese Technik ist schon mal absoluter Humbug. Ist absolut nicht möglich. Das Überheben kennen wir auch, aber der Gegner bleibt niemals mit seinem eingefahrenen Bein stehen. Graus aus dem Muay Thai kennen wir das, dass die Schnapptritte eher nicht stattfinden, sondern dass es eher Eisenstangtritte sind, die in einer Ausführung so bleiben und dann rumlaufen. Der Tritt kommt eher aus der Hüfte und aus der Leiste als aus dem Kniegelenk. So, hier auch wieder zweiter Arm, hier hinten außer Acht gelassen. Der hätte alles machen können, was er wollte. Hier kommen wir wieder zum besagten Polizeigriff. Man sieht hier die ganze Zeit, der Arm hätte die Möglichkeit, die ganze Zeit zu attackieren, wie auch dieses Knie. Ja, also daher auch, was man hier sieht, zeigt ja hier wahrscheinlich verschiedene Variationen, die möglich wären. Es sieht alles sehr improvisiert aus. Ich habe das Gefühl, er denkt währenddessen nach. Also die sagen ja auch, sie improvisieren währenddessen. Das geht aber auch in Slow Motion, glaube ich, da schon sehr schwer für ihn. Okay, da sieht man schon, beide sind auf dem Boden. Man sieht hier zum Beispiel, ihr könnt das Bein einfach drüber legen. Also jeder, der sich da auskennt, weiß, was möglich wäre. Ja, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Ich glaube, jeder, der im Bodenkampf mal trainiert hat,
wird hier gerade die Augen so lange rollen, bis sie irgendwie Mexikaner und schwindelig wird. Ja. So, Fantasievorstellung, ihn hier rumzudrehen. Jetzt liegt er auch noch sehr, sehr ungünstig auf ihn, weil er sich selber unten nicht bewegen kann. Sehr, sehr heftig. Was wird das jetzt hier? Okay. Ja, also vom Bodentechniken, Bodenkampf kann man hier nicht wirklich sprechen. Das, was ich hier sehe aus meiner Bodenkampferfahrung, die ich gemacht habe, wäre das hier alles ja, absoluter Humbug. Vor allem, was wir jetzt hier wieder haben, er könnte sich sofort auf die Seite drehen. Zwei Arm für ein Arm Verhältnis wieder. Er könnte sofort zuschlagen. Der Arm ist frei. Bam! Er könnte sofort treten. Bam! Er könnte hier mittreten. Bam! Er könnte sich reinrollen. Ja, tausende Möglichkeiten. Aber er lässt sich hier schön am Arm fixieren. Die Beine bleiben ja, gerade liegend. Da, wo seine Hand ist. Zack. Ja, vor allem das Messer wird da nicht bleiben. Was ist das hier wieder für eine Verknotung? Ich glaube, dass hier mehr an Pakete zuschnüren gedacht wird, als an menschliche Angreifer. Und, okay, komm nicht auf die das wird Idee, so realistisch halt nicht funktionieren. Auf die Idee, so zu machen. Mir tun vor allem diese jungen Leute hier leid. Also auch gerade sie, er, ja. Die sind da, um zu lernen, sind noch ganz Anfängerstatus hier, wollen lernen, vielleicht auch sich hier gerade mit einer Messerabwehrtechnik vielleicht mal im Leben schützen zu können und müssen sich dann sowas übergehen lassen und ja, haben vielleicht sogar das Gefühl, dass das funktionieren würde, weil der große Großmeister das ja da so erzählt. Und das finde ich sehr schade, weil es ist fahrlässig diesen jungen Leuten hier gegenüber. Ja? Denn die vertrauen nachher dieser Technik, sind auf der Straße, versuchen das umzusetzen und haben nachher ein ja, Lungenödem oder ein, was weiß ich, ein Schlimmeres. Wenn die Lunge zusammenfällt, weil das Messer drin steckt, ist es halt nicht schön. Ihr habt jetzt mal meine Meinung dazu gehört, mein Mängelbericht, der, ja, ich sag mal, sehr zurückhaltend war. Ich habe echt versucht, mich zurückzuhalten, wollte nicht in irgendwelche Wörter reinspringen, in die ich am liebsten reingesprungen wäre. Ihr kennt das selber. Stellt euch vor, einfach, ihr würdet 10 Jahre lang, keine Ahnung, Fahrlehrer für eine Fahrschule sein und ihr bildet Leute aus, einen Führerschein zu machen und dann kommt da einer daher und ja, zeigt dann alles falsch, was man machen kann. Kein Schulterblick, kein rechts vor links, nichts, alles einfach machen, ist scheißegal. Und ihr steht da und der hat eine eigene Fahrschule und ihr denkt euch selber eigentlich, oh mein Gott, was würde ich am liebsten alles sagen? Die glauben aber an sich selbst. Die glauben, dass sie selbst über alles stehen und das ist bei denen leider so, da kann man nichts dran ändern. Das ist der Mängelbericht, natürlich wieder Mängelbericht über mich, was ich alles falsch mache. Ihr konntet gerade selber sehen, was da passiert. Kein Aufwärmen. Ja, und zwar gibt es ein Video und zwar war einer aus der Facebook-Gruppe, die ich ja gezeigt habe, hier aus der Gruppe, war jemand da gewesen und hatte sich beim Probetraining zu Paiute angemeldet und ist da gewesen und hat ein Paiute-Training mitgemacht. Warte mal, hier irgendwo war das Video auch zu sehen. Da. Und Paiute, mein Statement, gibt es einen Bericht zu. Die haben kein Aufwärmtraining gemacht, vernünftiges. Die haben mit dem Argument geäußert, dass man auf der Straße auch keine Zeit hat, sich aufzuwärmen. Aber auf der Straße haben wir auch noch einen Adrenalinaspekt. Da wird der Körper mit Blut überall versorgt. Ja, die Muskeln werden aufgepumpt. Es wird Blut durchströmt die Venen und wir haben ein Aufwärmverfahren in dem Sinne durch den Adrenalin, der beim Training aber nicht gegeben ist. Und ein Training, ein Aufwärmen beim Training ist auch nur zum Schutz der Schüler da. Ja, und hat nichts damit zu tun, dass wir nun realistisch auf der Straße uns keine Zeit haben aufzuwärmen. Also als Trainer sollte man das als Kleinigkeit wissen, um seine Schüler auch zu schützen vor Verletzung. Viele werden jetzt bestimmt sagen, dass du mit dieser Aktion nur billige Meinungsmache betreibst, aber sei unbesorgt. Ich kenne die Wahrheit und finde das, was eine wirklich tolle Aktion von dir. Vielen Dank für deinen Support. Ich denke, du wirst mittlerweile aus erster Hand gehört haben, wie unglaublich hart dieses Training in Wahrheit ist und mit wie viel Kompetenz, Souveränität und Erfahrung in dieser Schule tatsächlich gelehrt wird. Das haben wir gerade im Video gesehen. Überleg selbst, ob du überhaupt den Konditeil bei uns überstehen würdest oder nicht und ob du das alles wirklich nur Show und Blabla ist, also bei dir. Also ja, ich würde den Konditeil natürlich nicht überstehen. Nein,
Sieh doch nur mal unsere körperlichen Verfassungen nebeneinander an. Also ich hatte keine Chance. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch weitere Leute aus deiner Facebook-Gruppe zu uns schicken. Das habe ich nicht. Der ist ganz von selbst gegangen. Ich habe erst danach erfahren, dass er da war. So, das wäre wirklich toll von dir. Du musst vorher auch nicht Bescheid geben. Die Schule ist für jeden offen, der sich einen Eindruck verschaffen will. Außer natürlich für dich, Ausrufezeichen. Ich habe dann mal gesagt, ich würde gerne mal hinkommen mit Kamera und dann einfach mal den Sachen auf den Grund gehen und dann einfach mal sagen, so, dann machen wir mal ein Sparring oder wir machen mal auch von mir aus einen Messerangriff und ich mache das dann aber in Real Speed und die dürfen mir ihre Sachen versuchen. Daraufhin wurde mir gedroht, dass wenn ich auftauche, dass die Polizei das nicht gerne sieht, Hausfriedensbruch und, und. Also, ich darf da nicht erscheinen. Und wer echtes Kampfwissen und, oder reale Selbstverteidigung sucht, wird dies auch immer bei den Paiutes bekommen. Das haben wir gerade gesehen, mein Freund. Das haben wir gerade gesehen. Ihr seid selber schlau genug, ihr habt selber ein Bild oder ihr habt selber ein Auge, glaube ich, dafür, was richtig ist und was nicht. Aber mir ist es ein großes Anliegen, abschließend zu diesem Kanal, und danach werde ich jetzt nie wieder über diesen Kanal irgendein Wort, ein Video oder einen Schriftzug vergolden. Denn für mich ist ganz klar, die Leute haben meine Aufmerksamkeit gar nicht verdient. Ja? Und wer aber die Aufmerksamkeit verdient hat, ist die Öffentlichkeit. Und zwar auch gerade, weil die Schule in Berlin ist, für die Berliner. Ja? Wenn ihr meint, dort Selbstverteidigung zu lernen, bitte macht einen Bogen drum. Ja? Wenn es darum geht, Kampfkunst zu lernen, das Paiut, kein Ding, könnt ihr gerne machen. Ja? Aber was Selbstverteidigung angeht, ihr habt es gerade selber gesehen, Leute, das ist fahrlässig. Und zwar extrem. So, soviel mal dazu. Das war, wie gesagt, ein Video. Wen es genervt hat, sorry, ja, aber auf meinen Kanal kommt mein Content und das, was ich glaube, was auch wichtig ist für die Leute. Ich finde Content, der zeigt, wie Leute sich in Badewannen setzen und sich mit Nutella vollschmieren oder, was weiß ich, in Erdnussbutter baden oder viel sinnloser oder ich bade in 20 Millionen Ballons oder irgendwelche Fake-Pranks, die sowas von zu sehen ist, dass es fake ist. Also das halte ich für sinnlos. Ich denke, das hier hat alles noch einen guten Zweck. Und daher danke ich euch vielmals und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Kampfkunst. Glaub mir, ich kenn das, wenn man nix weiter sagt, weil das Leben einen zu Boden zieht, wie Mixed Martial Arts. Wir sind Menschen, die hustlen, kämpfen wie Russell, eine Real-Life-Story mehr. Und wir brennen wie eine Fackel für die Leute, die so hart leben. David, gibst du uns einen Rat gegen komische Menschen, die uns zu nah treten? Auf jeden Schläger, die hart sind, wollen noch einen drauflegen, drauftreten, immer auf Schwächere, die sich aufgeben.